Wort hält der Kollege Jörn Winderlich für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der 7. Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik stellt die Sorge und Mitverantwortung in der Kommune und damit den Aufbau und die Sicherung zukunftsfähiger Gemeinschaften in den Mittelpunkt der Untersuchung. Die neue Generation der Senioren unterscheidet sich von ihren Vorgängergenerationen ganz erheblich. Heute sind sie mobiler, sozial gut vernetzt, gesundheitlich und geistig fit und eine wichtige Stütze für die Familie und die Gesellschaft. Ausgeprägter Wunsch der älteren Menschen ist ein selbstbestimmtes und aktives Leben so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Und nirgendwo zeigen sich die demografischen und gesellschaftlichen Veränderungen so deutlich wie in den Kommunen, da, wo eben die Menschen wohnen, arbeiten und zusammenleben. Das heißt, für die Kommunen Wege und Möglichkeiten zu finden, gemeinsam mit dem zivilgesellschaftlichen Engagement vor Ort, den Vereinen, Verbänden und der Kirche eine Infrastruktur zu schaffen, die eigenständiges und selbstbestimmtes Leben ermöglicht und sichert. Und so wurde auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass im Rahmen des 7. Altenberichts, der im Frühjahr 2015 vorzulegen ist, integrative regionale Gesamtkonzepte zu entwickeln sind und so weiter und so fort. Nach mehrfachem Drängen der Opposition wurde der Bericht dann schließlich im November 2016 an den Bundestag überwiesen. Beraten wurde er aber dann noch lange nicht. Heute haben wir ihn nun auf der Tagesordnung und er wird im Schnellverfahren durch den Bundestag ohne Debatte in den Ausschüssen, ohne eventuelle Anhörungen letztlich durchgewunken, genauso wie beim Jugendbericht, eben ohne Konsequenzen aus diesen Berichten ziehen zu müssen. Stellt sich die Regierung so eine Zusammenarbeit mit dem außerparlamentarischen Sachverstand vor? Ich finde das eher oberpeinlich. Weiter fordern die Sachverständigen in ihren Handlungsempfehlungen Bund und Länder auf, den Kommunen mehr Mitbestimmung einzuräumen. So empfehlen sie, die Finanzhoheit in diesem Land vom Kopf auf die Füße zu stellen, die Unterstützung von informellen Hilfsnetzwerken aus Familien, Freunden, Nachbarn, die Förderung ehrenamtlichen Engagements älterer Menschen sowie die verbesserte Beratung für pflegende Angehörige. Wobei man natürlich bei der Förderung des Engagements immer darauf achten muss, dass dies tatsächlich on top geht und nicht als Ausfallbürger für angeblich nicht finanzielle oder finanzierbare staatliche Aufgaben herhalten darf. So wie die Sachverständigen formuliert auch die Bundesregierung in ihrer Stellungnahme, dass es auf strukturelle, inhaltliche und finanzielle Rahmenbedingungen ankommt und darauf, die sehr unterschiedlichen Entwicklungen in den Kommunen in Deutschland zu beachten. Betroffen werden alle wichtigen Lebensbereiche und die Lebensqualität des Miteinander aller Generationen vor Ort. Wohnen, Wohnumfeld, Daseinsvorsorge, medizinische, pflegerische, betreuende Versorgung, Selbstbestimmung, Bildung und Information, Mobilität und soziale Kontakte. Eine wichtige Unterscheidung bei der Beschreibung regionaler Vielfalt ist die Differenzierung von städtischem und ländlichem Raum. So gibt es laut Bericht erhebliche Unterschiede hinsichtlich Wohlstand, Infrastruktur und Bevölkerungszusammensetzung. Boah, alles neue Tatsachen? Also war uns doch einig, da müssen wir uns wirklich an den Kopf fassen. Seit Jahren bekannt. Und da hätte man schon längst was draus entwickeln müssen. Um die Situation der Kommunen zu verbessern, dürfen haushaltspolitische Zwänge nicht sinnvolle Entwicklungen in der Seniorenpolitik dementieren. Und das ist jahrelang gemacht worden. Kommunen brauchen finanzielle Stabilität und Planungssicherheit. Scheinbarer oder tatsächlicher Geldmangel darf nicht zur Streichung von Leistungen führen. So wäre eine gezielte Förderung von wirtschaftlicher Betätigung durch den Abbau von Einschränkungen zugunsten der öffentlichen Hand und die Weiterentwicklung der Gewerbesteuer zu einer Gemeindewirtschaftssteuer erstrebenswert. Fazit: Erfolgsversprechende Potenziale sind vorhanden, sie müssen greifen, weil für den Erfolg einer emanzipatorischen Seniorenpolitik engagierte Menschen in Politik und Gesellschaft entscheidend sind. Die Gestaltungskraft der Kommunen könnte bei angemessener Verteilung der vorhandenen Finanzen und Ressourcen sowie nachhaltig sozialem gerechten Handeln der politisch Verantwortlichen, und das sind Sie, meine lieben Kollegen aus der Koalition, gemeistert werden. Hier sind Bund und Länder gefordert. Auf geht's, hoffentlich. Die Kollegin.